Ja, die Stimmung ist natürlich dementsprechend auf der einen Seite gut, auch ein Stück angespannt, aber Anspannung ist was Positives. Da ist der Fokus dann da. Ich habe heute Morgen schon gesagt zur Mannschaft, dass jetzt nur das erste Spiel erstmal zählt und nicht das, was nächste Woche kommen darf und kommen soll, sondern jetzt erstmal diesen Landespokal zu verteidigen, das Finale zu gewinnen. Wenn wir das schaffen, mit jedem Sieg erhöhen wir Wahrscheinlichkeiten, auch nächste Spiele zu gewinnen. Und von daher gilt es erstmal nur für Samstag, die maximale Konzentration und auch Disziplin zu haben, um erfolgreich sein zu können. Und gibt es irgendwie schon Plan B, falls das nicht klappt, oder gibt es nur den Plan A, den Aufstieg? Ich habe mich noch nie mit Niederlagen beschäftigt. Das wird dann nach dem Spiel spontan. Also erstens würde ich ja dann negativ denken. Zweitens, wir haben eine gute Heimbilanz. Wir haben in den letzten 4 Heimspielen 4 komplizierte Spiele gehabt mit BFC Dynamo, Jena, Erfurt und Babelsberg. Die haben wir gut überstanden. Wir haben komplizierte Auswärtsspiele gehabt. Wir haben eine komplizierte Saison gespielt. Dann beschäftige ich mich mit Niederlage und was dann, wie soll man da drauf reagieren oder wie soll man da antworten. Das mache ich nicht. Ich beschäftige mich damit oder wir beschäftigen uns damit, die Mannschaft so vorzubereiten, wie man eine Mannschaft vorzubereiten hat, um am Samstag erfolgreich zu sein. Mit dem Wissen, dass Luckenwalde eine gute Rückrunde gespielt haben, 30 Punkte geholt haben, das wissen wir. Wir wissen auch, dass das für sie eine einmalige Chance ist. Wir wissen, dass das dann gerade bei uns im Stadion der Druck noch ein Stück höher bei uns ist. Aber wir haben jetzt schon so viel unter Druck geschaffen. Und wir wollen unter Druck den Landespokal gewinnen und wir wollen unter Druck die Relegation gewinnen. Also da kann man ja auch nicht sagen, dass wir keinen Druck haben. Aber eins weiß ich auch und das ist ganz wichtig, danach wird das Leben immer weitergehen. Ich hoffe mit einer erfolgreichen Woche, dass wir sowohl das eine als auch das andere gewinnen.